Herzlich willkommen zur neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen F. Pool und er spielt das. Ich meine, ich hätte mir dazu mal Springer F3 angeguckt. Ich hatte sogar meine ernste Partie. Und ja, das ist ziemlich cool. Das hatte ich heute schon oft genug im Blitzen. Heute ist nämlich Vereinstag bei uns. Also nicht, wenn das Video hochkommt, aber sonst bei uns. Da hatte ich schon zigmal da heute im Blitzen. Diese Eröffnung. Mal gespannt, wie er spielt. Meistens Läufer schlicht C3. Mal sehen, aber... Aber er scheint sich darin nicht so gut auszukennen, F-Pool, oder? Mal sehen. Okay, er kennt's doch. Rochade. Ja, das hat mein Gegner heute auch gespielt, aber Rochade ist einfach nicht der beste Zug. Ich weiß gar nicht. Ah, doch, stimmt. Rochade war der beste Zug, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, man spielt D6 oder so. Ne, Springer E7. Genau, Springer E7, Turm E1 und dann D6. Ich denke mal, seit Springer Affen spielt. Was anderes macht ja keinen Sinn, oder? Springer Affen fand ich heute auch im Blitzen. Okay, ich spiele Springer E7. Au, Ase. Blöder Schrank. Ich brauche unbedingt einen anderen Computertisch. D6 ist jetzt gut, weil wir halt seine Bauern isolieren und unseren Bauern loswerden. Springer G6. Okay, also er droht nicht auf D6 zu nehmen. Das heißt, wir werden uns weiterentwickeln. Mein Läufer kann ich nicht ziehen, wegen seinem Läufer auf F6. Und ich möchte jetzt einfach verhindern, dass er auf die E-Linie kommt. Wenn er jetzt D6 nehmen würde, dann hätte ich, glaube ich, so einen Trick wie Läufer F7. Ja. Dann habe ich den Läufer F7 Trick. Das war eine kleine Falle. Okay, was spielen wir jetzt? Was spielen wir jetzt? Einfach G6 rausnehmen. Ich überlege immer, ob ich nicht doch das Läuferpaar doch noch irgendwie behalte, aber es geht, glaube ich, nicht. Dann Dame D3 oder Dame C2. Ich möchte irgendwie auf die Diagonale kommen. Ich glaube, Dame D3 ist besser, dann greife ich auch noch D6 an. Das Gute ist, ein Läufer auf C8 kommt jetzt nicht mehr raus. Und ich habe jetzt auch so Ideen wie ein Springerzug und Dame H3 oder so mal. Oder Turm H4. Irgendwas in der Art. Das ist natürlich auch Läufer G5, wenn schlecht, schlecht, Dame schlecht. Nee. Oder Turm G4. Turm G4 ist auch eine gute Idee. Ja, jetzt springt mir natürlich Turm G4 entweder in die Hände oder ich nehme den Bauern einfach so raus. Ich denke mal, ich nehme den so raus. Jetzt habe ich Läufer G5 oder Springer G5 sogar. Ich glaube, Springer G5 ist besser, weil das droht Turm H4. Springer 5, Läufer G5, Läufer G5, Dame zieht. Turm H4. Und matt. Ja, ich finde Läufer G5 gut. Außer er spielt Turm E8, dann habe ich natürlich ein kleines Problem. Jetzt habe ich Läufer G5. Jetzt droht Turm H4 matt. Und der hat es nicht gesehen. Cool. Das war eine schöne, schnelle Partie. Ja, dieser Trick mit Springer C6 ist, dass man auf D4, D5 spielt. Das ist ein bisschen sehr komisch. Weil diese Stellungen sind ein bisschen anders als die skandinavischen. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ist schon länger her, seitdem ich das mal gespielt habe. Okay, hier haben wir den Italiener. Hat das auch richtig gespielt. Nur ich dachte, genau, hier Springer E7, der normale Zug. Turm E4, D6.
Dann kommt Läufer G5, schlägt, schlägt H6, weil... Ah ne, auf H6 kommt Dame E2 erst. HG5, ne? Genau, HG5, Turm E1 und Läufer E6. Hier gibt es halt mehrere Züge. Okay, aber er hat rochiert. Ja, und jetzt habe ich halt die Falle aufgebaut mit Läufer F7. Was? Springer H8 will er spielen? Ja, okay, das deckt natürlich. Ist aber scheiße. Aber ist ja doch nicht so ein billiger Trick. Ja gut, wenn der König nimmt, habe ich natürlich Dame C4. Wenn der Turm nimmt, habe ich Turm E8. Ist halt der Trick davon. Und matt. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.